Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Deine Perspektive bestimmt, wie du die Situation siehst und wie du reagierst. Siehst du das, wie die Welt es sieht, reagierst du wie die Welt. Siehst du es aus himmlischer Perspektive, dann sagst du, ich weiß nicht wie, aber mit meinem Gott gibt es eine Lösung. Mit meinem Gott gibt es einen Plan. Ausschlaggebend in deinem Leben ist nicht, was um dich herum passiert. Ausschlaggebend ist, welche Perspektive hast du. Unsere Welt hat sich doch wirklich radikal verändert, stimmt's? Sowas vor 3 Jahren hätte man das nicht gedacht. Wir hatten doch alles so gemütlich um uns herum. Wir wussten genau, wann was, wie und wie man was macht und was man noch obendrauf machen kann und so weiter. Und dann kam doch so vieles, was ich für mich nie gedacht habe, dass ich das in meinem Leben einmal erleben werde auf dieser Erde. Und es kommt jeden Tag Neues, Neues, Neues. Aber da möchte ich heute und wir alle euch ermutigen, das, was wir auf dieser Welt sehen und wo wir auch in dieser Welt mittendrin leben, wir müssen mit umgehen, aber wir haben eine andere Perspektive. Es ist nicht so wie alle, die Perspektive, die du in den Medien siehst. Es gibt kein Zurück mehr in die Bequemlichkeit. Wie viele sagen so gerne, ach ja, wenn es mal wieder so wird, wie es war. Ich glaube nicht, dass es so wird, wie es war. Ich glaube aber, dass es für uns etwas gibt, wo wir vorwärts gehen können. Es etwas gibt, wo wir für die Zeit, wo wir auf dieser Erde sind, Gott möchte und hat gewollt, dass du genau in dieser Zeit auf dieser Erde bist. Ja, und nicht, ach ja, ach schade, dass die jetzt da sind, jetzt ist das. Und nein, Gott wollte das. Wir hören jeden Tag so viel von dem Unmöglichen. Und ich glaube, da können wir uns alle einreihen. Ja, wir werden entmutigt, die Medien entmutigen, weil sie immer... Die machen es ja immer größer, das Problem, wie es überhaupt ist. Die sehen schon Sachen, die gibt es noch gar nicht. Ja, wir werden schwach gemacht, wir können nichts, die Finanzen werden nicht reichen und das und jenes und das werden wir nicht schaffen und jenes werden wir nicht schaffen und die Firma geht kaputt und so weiter. Wir werden schwach gemacht. Wir fühlen uns oft so machtlos. Wir sagen, ja, also wir haben unseren Hausanschluss, Gas, Öl oder was auch immer, Wasser. Wir haben unseren Anschluss und haben doch so wenig Einfluss auf den Preis und so weiter. Wir sind so machtlos und sind so verunsichert, wie geht es weiter? Keiner kann es sagen, die Politik kann es nicht sagen. Keiner kann es sagen, wie geht es weiter? Und das macht richtig Angst. Was uns ja alle irgendwo betrifft, die Kaufkraft wird geschwächt. Dein Reichtum geht runter. Und wenn wir uns aber sehen im Vergleich zu Kalkutta oder was auch immer auf dieser Welt, geht es uns noch recht, recht gut. Aber ganz besonders auch die Christen. Du kannst doch nicht deinen Nächsten lieben, wenn er anderer Meinung ist. Oh, wie war das in der Pandemie für mich schmerzhaft? Da kam unter den Christen Hass auf. Du kann dich nicht lieben und du will mit nichts mehr mit dir zu tun haben, weil du anderer Meinung bist. Ist das biblisch? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe Gottes. Die Liebe Gottes und die Agabe-Liebe Gottes ist eine bedingungslose Liebe. Egal, was du denkst, egal, wer du bist, ich liebe dich. Dann gibt es die Kategorie Christen, die sagen, laut der Bibel muss ich dich lieben. Das hilft dem Nächsten auch weiter, wenn er weiß, er muss geliebt werden.
In Matthäus 24, Vers 12 steht, die Liebe wird bei den meisten von euch erkalten, heißt es auch in der Bibel. Und ihr Lieben, lasst uns da nicht dazu gehören. Lasst uns immer mal, wenn es uns auch mal mitreißt, irgendwo, wenn uns was auf den Wecker geht, wenn uns mal mitreißt, wieder dahin zu kommen, dass wir unsere Nächsten lieben. Die Welt braucht dich mehr denn je. Die Welt braucht die Christen mehr denn je, die unterwegs sind und mal wieder fröhlich sind und mal wieder Danke sagen und vielleicht mal beim Supermarkt jemand vorlassen oder ich gebe ihnen das oder was auch immer, wo es, wow, in dieser Zeit noch was und jemand schenkt mir was und so weiter. Jemand sagt mir guten Tag. Wisst ihr, da sind wir heute doch gefordert und für das sind wir doch auch da, dass wir wirklich ein Reflektor der Größe Gottes sind, wo das Licht Gottes aus uns strahlt, ohne dass wir uns vollhängen mit Bibelsprüchen. Es ist immer noch derselbe Teufel wie zur Zeit Jesus. Nur seine Handlanger haben heute andere Namen. In der Bibel wechseln die Handlanger des Teufels immer wieder die Namen, weil mal sind die auf der Erde, mal die anderen. Und der Teufel ist immer noch derselbe. Der Teufel ist in den letzten 2 Jahren, es gibt keinen neuen Teufel. Und ich sag dir, der alte Teufel ist der besiegte Teufel. Er ist der besiegte Teufel und das muss uns klar werden. Ja, gib Gott mal die Ehre. Er hat Jesus gesandt. Es ist noch der gleiche Teufel, aber es ist auch immer noch der gleiche Sieg Jesu am Kreuz von Golgatha. Der gleiche Sieg. Es muss nicht jetzt irgendwo ein Corona-Sieg her oder ein Kriegssieg oder was auch immer. Es ist noch der gleiche Sieg, auf dem wir unser Leben aufbauen dürfen. Für das wir Christen sind, wo wir, das ist unser Instrument, das wir haben, mit dem wir spielen können, ihr Lieben, mit dem wir fröhlich sein können, der Sieg Jesu Christi. Gott kann mehr tun, als du dir vorstellen kannst. Glaubst du das? Er kann viel mehr tun. Und wir werden so überrascht mit Zeugnissen und ihr könnt es euch nicht vorstellen, Isolde liest das und wir haben ein Büro zusammen und ich grab mich in manche Sachen rein, wo ich geschäftlich erledigen muss und auf einmal, hast du Zeit? Ich muss dir unbedingt was vorlesen. Und dann kommt so eine wunderbare Begebenheit oder Zeugnis. Gott ist so gut. Ihr werdet auch im Laufe der Veranstaltung noch einiges hören. Gott kann viel mehr tun, als wir uns vorstellen können. Drum sage ich dir auch heute, sei offen. Die ganze Veranstaltung, sei offen, was Gott an dir tut. Vielleicht tut er an dir etwas, was du ihn überhaupt nicht gebeten hast. Wo du überhaupt nicht gesagt hast, das brauche ich. Und auf einmal ist es gut oder du bekommst eine Idee oder ein Satz spricht dich so an und sagst, das war es wert, heute hierher zu kommen. Ich sag dir, probier es aus. Gott ist hier und Gott ist gut. Amen. Ja, in Epheser 3, Vers 20 steht, dem aber, der überschwänglich tun kann über alles, das wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die da in uns wirkt. Die Kraft, die in uns wirkt. Wisst ihr, wie die heißt? Das ist der Heilige Geist in uns. Die Kraft Gottes, die in uns wirkt. Wenn wir Ja zu Jesus gesagt haben, lebt die Kraft Gottes, der Heilige Geist in uns. Und wisst ihr, wer kennt den Heiligen Geist? Persönlich? Er lebt in dir? Er ist derselbe, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und das ist eine Kraft, stimmt's? Der lebt in dir und lasst uns das auch heute mal so richtig wieder vor Augen führen. Gott möchte, dass du im Glauben wächst, dass du das siehst, worum du ihn bittest. Dass du das schon im Voraus siehst, worum du ihn bittest. Und ich möchte dir heute sagen, glaube größer. Ich möchte dir sagen, träume größer. Und möchte dir sagen, handle größer. Denn an das, was wir glauben, so handeln wir. Du bestellst dir ein Auto,
wenn du weißt, du hast das Geld dafür oder die Finanzierung, dann handelst du. Wenn du aber sagst, das kann ich nicht und jenes nicht, dann handelst du nicht mehr und wenn du nicht handelst, passiert nichts. Ich sage dir, glaube größer. Du hast einen Gott, der grenzenlos ist. Glaube größer. Und ich sage dir auch, träume größer. Und das ist wirklich träumen. Träumen nicht von dem rosaroten Cadillac oder einem Hubschrauber oder eine A380 in deinem Vorgarten. Das ist Spinnerei, nein. Aber träume größer. Träume größer. Vielleicht, ja, träume, dass deine ganze Familie wieder eins wird, dass die wieder miteinander reden und du sagst, das wird auf der Erde nie mehr passieren. Ja, warum nicht? Du kannst heute dafür beten. Und was glaubst du, wenn du nach Hause kommst und es funktioniert? Oh, der Glaube muss heute noch wachsen. Okay. Der Heilige Geist in dir bringt dich dorthin, wo Gott dich haben möchte. Und das ist so wunderbar. Der Heilige Geist bringt dich dorthin, wo Gott dich haben möchte. Und ihr Lieben, das ist, ich sag dir auch, tu nicht so wie in der Welt. Wisst ihr, ich habe da ein schönes Bild gefunden. Ja, alle schwimmen in die gleiche Richtung. Alle schwimmen in die gleiche Richtung. Und sei du der eine, der wirklich das Licht hat. Wir haben das Licht in uns. Stimmt's? Gibt es ein paar, die dazu sagen können? Wir haben das Licht in uns. Und wisst ihr, wie man zur Quelle kommt? Gegen den Strom. Das ist aber nicht einfach. Probier es nicht aus auf der Autobahn, da könnte es falsch sein. Aber ich sag dir, es ist nicht alles in eine Richtung und die Christen hängen sich mit dran und haben da noch Erklärungen und können das alles biblisch belegen, dass die Seite und die Seite biblisch belegen. Ich sage dir, hab das Licht und egal, wo die anderen hingehen, geh Richtung Quelle. Richtung Quelle, nicht Richtung Religion oder Kirche, sondern Richtung der Quelle. Und ich sag dir, in der Quelle, da ist das beste Wasser. In der Quelle, da findest du, ja, Jesus. Ich habe hier auch noch ein weiteres Bild, wo ein Kajakfahrer bergauf paddelt. Ja, ich fahre auch gern Kajak, aber wisst ihr, sich treiben lassen ist eine schöne Sache. Nur wenn man sich treiben lässt, kann man schlecht lenken. Aber bergauf kannst du ganz gezielt die Richtung einschlagen, aber es kostet Kraft. Und sei nicht so und sag, ja, in der neuen Zeit, oh Herr, mach du mit mir, was du willst. Lass dich nicht treiben, sonst bist du irgendwo in einer Ecke, wo du nicht sein willst und der Herr dich auch nicht haben möchte. Der Heilige Geist in dir bringt dich dorthin, wo Gott dich haben möchte. Und ich sage euch eines, ihr habt die Wahl. Ihr habt die Wahl, heute, jetzt, ab jetzt kannst du dein Leben gestalten. Das von heute Morgen und gestern ist vorbei, da kannst du nichts mehr ändern. Aber jetzt kannst du es gestalten. Welche Perspektive schlägst du ein? Die irdische Perspektive, wo du sagst, boah, das und jenes und was ich in den Nachrichten gehört habe und stell dir vor, heute hat der und so weiter. Oder die himmlische Perspektive, wo es heißt, ja, es ist viel in den Nachrichten, es ist viel, was mir Sorgen machen könnte, aber ich blicke es aus den Augen meines Herrn, der für mich die Lösung hat. Ich sage nicht, ignoriere alles und glaub nicht alles. Gut, glaub nicht alles ist vielleicht schon weise, aber alles, was irgendwie auf dich einstürmt, nein. Wir müssen uns auch eine Meinung bilden, selbstverständlich. Aber lass dir keine Angst einjagen, lass dich nicht runterkriegen. In dir ist die Kraft für die Zukunft, der Heilige Geist. Und wisst ihr, es ist schön, heute hier zu sein und so, aber morgen bist du wieder alleine unterwegs. Und ich sage dir auch, die Kraft ist in dir, ist mit dir, wenn Jesus mit dir ist. Diese Kraft ist die Kraft der Zukunft.
egal was in den Medien kommt, egal wie es gerade so schief läuft oder was auch immer. Ich sage dir, die Kraft Gottes, nimm diese Perspektive. Die Perspektive dieser Welt, die hörst du überall und leider auch bei vielen Christen, diese Perspektive. Ja, aber du hast auch die Möglichkeit, die andere Perspektive. Herr, du siehst, zum Beispiel, Herr, du siehst die Strompreise, die Gaspreise. Ich weiß nicht, wie ich es bezahlen kann, aber Herr, danke, schenk mir Weisheit, schenk mir einen Zusatzjob, schenk mir irgendwie, schenk mir die Lösung. Und nicht einfach, wisst ihr, hat jemand schon mal durch Schimpfen richtig Gutes erreicht? Die sind heute alle nicht da, die das geschafft haben. Okay, Gott möchte, dass du auf einer Position lebst mit himmlischer Perspektive. Und wir sind ja immer mal wieder in Israel. Und ich liebe es so, wenn man so abhebt oder über eine Stadt auf den Flughafen zuschwebt. Wisst ihr, da hat es tausende von Häusern. In jedem Haus ist irgendwo eine Schwierigkeit oder ein Kurzschluss oder ein Wasserrohrbruch oder irgendwas. Wenn du da auf 1000 Meter drüber schwebst, hast du eine Perspektive und sagst, oh, eine Stadt. Und ich sag dir auch, wenn du das aus dem Blickwinkel Gottes siehst, er blickt auf die Sache herunter. Und wisst ihr, was wir oftmals tun? Wir liegen oben, unten und blicken hoch. Oh, ist der Berg so groß. Ich sage dir, habe die himmlische Perspektive. Schwimmst du gemütlich mit all deinen Meinungen oder auch gegen den Strom zur Quelle? Ich möchte noch kurz Josef zitieren. Josef hatte eine Laufbahn, die zunächst ja, für ihn total konträr zu seinem Traum war. Er hatte einen Traum, dass die Ernte, große Ernte, Brüder beugen sich vor ihm und so weiter. Ein großer Traum. Und Josef, ja, war von Gott gesandt. Und das ist ein himmlischer Auftrag hatte er. Er hat geträumt, wie alles so toll ist und wie Gott ihn gebraucht. Und wisst ihr, wie es dann wurde? Er wurde Sklave. Was würden wir sagen? Ach Gott, also irgendwo, was stimmt nicht? Du zeigst mir den Traum und dann Sklave. Und ja, er wurde verkauft. Das war die irdische Lösung. Und ihr Lieben, diese Lösung, Sklave und so weiter, ihr wisst ja, Gefängnis durch Potiphar und so weiter, die ganze Laufbahn war eigentlich die Ausbildung, dass der Traum Gottes Wirklichkeit wurde. Und ich glaube, wir sind auch in der heutigen Zeit in einer neuen Ausbildung, wo nirgends in einem Buch lesen kannst, wie die Lösung ist, wo wir wirklich von Gott uns leiten lassen müssen, dass wir geformt werden für das, was Gott für uns bestimmt hat auf dieser Erde. Für was wir ein Werkzeug sein dürfen. Und ich sag dir, wir leben wie ein Josef. Als der verkauft wurde als Sklave, wusste er nicht, was daraus wird. Und es wurde so viel Gutes daraus. Deine Perspektive bestimmt, wie du die Situation siehst und wie du reagierst. Siehst du das, wie die Welt es sieht, reagierst du wie die Welt. Siehst du es aus himmlischer Perspektive, dann sagst du, ich weiß nicht wie, aber mit meinem Gott gibt es eine Lösung. Mit meinem Gott gibt es einen Plan. Ausschlaggebend in deinem Leben ist nicht, was um dich herum passiert. Ausschlaggebend ist, welche Perspektive hast du? Welche Perspektive hast du? Und ihr Lieben, ich habe mal eine Predigt gemacht in der letzten Zeit mit dem Titel Herrlichkeit im Chaos. Und da habe ich Mose zitiert. Mose, wo das Volk Israel ausgezogen ist. Mose, dauernd liest man, Mose ist mit Gott zusammen gewesen. Zu Mose hat Gott geredet. Mose wollte immer mehr Herrlichkeit. Und das, was hat das Volk gemacht? Das Volk hat gemurrt, das Volk hat gesagt, wenn Gott was sagt, dann sag's uns. Und sie haben ein goldenes Kalb gemacht, einen eigenen Gott, auch Volk Israel, einen eigenen Gott, einen Götze gemacht.
Und das Ganze, jeder hat die Wahl, aus welcher Perspektive. Es war dort nicht das verheißene Land, das Schlaraffenland. Es war in der Wüste. Aber Mose hat in der Wüste die Herrlichkeit gesucht und er hat sie gefunden. Jesus war in der Wüste, als er getauft wurde, sandte ihn den Heiligen Geist in die Wüste. Er wurde sogar vom Teufel versucht. Wir kennen diese Geschichte. Und es heißt, er kam voll der Kraft Gottes aus der Wüste heraus. Und ich sage euch auch, wenn wir in seiner Gegenwart bleiben, kommen wir voll der Kraft Gottes aus Situationen heraus, die für uns unmöglich sind. Und ich sage dir auch, wir haben auch Situationen, wo wir nicht weiter sehen, weiter blicken können. Da wüsste ich auch gerne, wie es weitergeht. Aber Gott ist mit dir. Gott ist mit uns. Die irdische Perspektive zeigt dir deine Ohnmacht, wie Josef als Sklave. Und die himmlische Perspektive zeigt dir, dass du ein Reflektor von der Herrlichkeit Gottes bist. Ich sage dir, zerstört dich das Negative oder bringt es dich auf eine höhere Ebene? Wisst ihr, wir brauchen oftmals Herausforderungen, die wir nie lieben. Aber es bringt uns wieder zum Beten. Es bringt uns wieder weiter mit Gott unterwegs zu sein. Wenn alles so richtig schön läuft, wisst ihr, so paradiesisch, da fragt kaum einer noch nach Gott. Es liegt an dir, wie du reagierst. Bindet dich innerlich das Weltgeschehen oder setzt es Glauben frei. Es ist deine Entscheidung. Wir wollen, sollen Jesus kennenlernen, sein Herz kennenlernen. Das ist eine tolle Sache. Wir sollen seine Gedanken kennenlernen, die er über uns denkt. Wir sollen und können seine Kraft kennenlernen, wo wir sagen, wow, oh Herr, boah, das ist aber toll. Wir dürfen seine Gnade kennenlernen, gerade in dieser Zeit. Wenn das Leben unfair ist und alles außer Kontrolle gerät, Gott will es in deinem Leben zum Guten wenden. Römer 8, Vers 28. Wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Das ist ein Bibelvers, wo ihr nicht laut Amen schreit, das weiß ich. Alles, was geschieht, zum Guten. Und ich sage dir, sieh es aus der Perspektive von Gott. Und gerade in diesen Zeiten wollen wir Gott den besten Lobpreis, den besten Dank, die beste Ehre geben, unabhängig, wie wir uns fühlen. Und ihr Lieben, wir sind geschaffen für diese Zeit. Du bist geschaffen für diese Zeit. Aber du bist nicht so die kleine Maus, die jeder tot treten kann, sondern in dir ist der Löwe aus Juda. Und ihr Lieben, und das ist nicht, dass du deinen Nachbar anbrüllen sollst und sagst, wow, ja, nein, das so ist nicht gemeint, aber mir gefällt dieser Ausdruck dieses Löwen, er hat eine Freude, er hat eine Sicherheit, er hat keine Angst, sondern er ist so richtig, so überlegen, schau da rein. Und das soll auch unser Ausdruck sein. Das, was du gerade durchstehen musst, Gott traut dir es zu. Und wir lesen in der Apostelgeschichte 2, Vers 17, dass Gott wirklich für diese Zeit uns verheißen hat, dass Träume, Visionen und dass so vieles geschieht und wir leben in einer Zeit, wo sich das Wort Gottes sichtbar erfüllt. Wir sehen es auch in Israel, auch wieder bei der letzten Israel-Reise. Gott möchte dich in dieser Zeit in seine Freiheit führen. Möchtest du in seine Freiheit? Wisst ihr, wo auf der Erde so viel gefangen genommen werden, nicht nur im Krieg, sondern auch so in Sucht und in verschiedene Dinge. Er möchte dich in die Freiheit führen, auch heute, hier. Wenn du morgen aufstehst, prophezeie über dein Leben. Nicht, oh, ist das ein schlimmer Tag. Oh, mit dem linken Fuß aufgestanden. Oh, schau mal, eine schwarze Katze, das wird nichts. Ach, sie ist schon auf Freitag, der 13. Nein, nein, sondern befreie auch, aber prophezeie über deinem Leben,
Ich bin erlöst. Ich bin geliebt von meinem Vater im Himmel. Ich bin geheilt von meinem Vater in dem Himmel. Und ich sage euch, die Freude am Herrn ist meine Kraft. Und das lass deine Perspektive sein. Die Freude am Herrn ist meine Kraft. Nicht, wir drehen es gerne um in unserem Leben. Wenn ich Kraft von Gott bekomme, dann freue ich mich. Nein, die Freude am Herrn. Und egal, wie es auf dieser Welt aussieht, Gott hat sich nicht verändert. Jesus hat sich nicht verändert. Der Heilige Geist hat sich nicht verändert. Und wir dürfen uns an ihm freuen. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Die Freude am Herrn ist meine Kraft. Nehemia 8, Vers 10 heißt es, dieser Tag gehört unserem Gott. Lasst den Mut nicht sinken, denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Und ich habe von meinem guten Freund François Dutreau einen Ausspruch gehört, der uns viel sagt. Und er hat geschrieben, Freude ist nicht etwas, das du tust, sondern Freude ist die Frucht von etwas, das du kennst. Kennst du Jesus? Die Freude ist die Frucht, wenn du Jesus kennst. Nicht nur in guten Zeiten. Die Welt ist was anderes wie das himmlische Reich. Und wir leben ein Stück in beidem, momentan, bis wir mal in der Ewigkeit sind. Wir müssen auch auf der Erde klarkommen, selbstverständlich. Aber ich sage dir, wenn du Jesus kennst, dann ist Freude in dir, weil du weißt, du hast die stärkste Kraft des Universums in dir. Amen.